Noch einmal zurück zur Hochschule Makromedia. Das ist für mich natürlich auch noch mal interessant zu hören. Du hast bei uns studiert. Was hat dir im Studium besonders gut gefallen? Was möchtest du vielleicht noch mal erzählen von deinem Studium? Also natürlich muss man sagen, das Ganze ist ein Studiengang, der Geld kostet. Aber ich habe mich da bewusst für entschieden. Ich hätte auch an der staatlichen Hochschule Journalistik studieren können. Aber in manchen Studienrichtungen stellt sich diese Frage einfach nicht. Was ist sinnvoll, was ist... Das ist klar. Also für mich war klar, ich möchte praxisnah studieren. Weil wenn ich Journalistik theoretisch studiert hätte, dann wäre ich nachher ein Fachidiot gewesen, hätte aber noch nie ansatzweise irgendwas veröffentlicht oder sonst was. Ich hatte zum Beispiel auch viele Chancen, muss man sagen. Also hier werden einem sehr viele Chancen ermöglicht. Ich habe ja von Professor Dr. Thomas Hawkey gesprochen und der hat mir viele Möglichkeiten eröffnet. Ich bin also früh zum Beispiel beim NDR gewesen, konnte da meinen Nebenjob machen. Er hat mir auch dabei geholfen, einen Journalistenpreis zu gewinnen. Das heißt, er hat uns gesagt, wie funktioniert sowas, worauf sollte man Acht geben, wie bewirbt man sich und vor allem die Deadlines. Das heißt, ich hatte schon einen Journalistenpreis in der Tasche, bevor ich die Uni verlassen habe. So. All das ist natürlich Eigeninitiative, aber auch Chancen ergreifen. Und das wird hier ganz groß geschrieben. Also A, Praxis, B, Chancen und C, Eigeninitiative. Das sind Dinge, die in anderen Hochschulen A, nicht mal gesehen werden und B, wenn du sie mitbringst, die auch nicht wirklich viel bringen. Dann schreibst du vielleicht bessere Noten, bist trotzdem Fachidiot. Was, glaube ich, bei deinem Studium noch nicht der Fall war, wir haben jetzt ja auch Auslandssemester mit dabei, also muss man nicht machen, aber auch da, gerade im Bereich E-Sports interessant, auch Länder wie Südkorea oder China, die man dann im Auslandssemester dann auch bereisen kann und dort dann auch studieren kann. Ja, ich danke allen für die Aufmerksamkeit heute. Ich danke dir, Christian, für deine Zeit und für dieses Interview. Wer jetzt quasi Blut geleckt hat und Interesse hat an den Studiengängen E-Sports und Games Management, darf mich oder auch generell die Hochschule Makromedia gerne kontaktieren unter studienberatunghamburg@makromedia.de. Und wir freuen uns über jeden und finden auch für jeden eine Lösung, was dann auch das Thema Finanzierung angeht. Also auf bald!